Liebe Schlümpfe, die Lage ist ernst. Gurgelhals möchte sich wieder einmal rächen. Drei Schlümpfe sind schon verschwunden. Der Muskelschlumpf wird versuchen, sie zu befreien. Doch der Weg ist lang und Schlumpf, schlumpfe ihm die Daumen, dass alles gut geht. Und das war auch schon die Story für die Schlümpfe, 1993 für den Gameboy erschienen. Und damit willkommen zurück zum Games-Test. Ja, in den Optionen können wir die Schwierigkeit einstellen und mit den Passwörtern schon ein späteres Level erreichen, aber wir legen los mit Act 1, der Wald. Oh yeah, es war eines meiner allerersten Gameboy-Spiele überhaupt und die Steuerung ist schnell erklärt. A für Springen, B für Rennen und das Steuerkreuz für links, rechts, oben, unten. So, wir können hier in den Baumstumpf rein, ein paar Goodies abgraben, ja. Unten rechts seht ihr die Leben und die Herzchen sind halt, ja, unsere Energie, so oft können wir uns treffen lassen. Und an für sich ist es ja ein recht einfaches Spiel, deswegen war es für mich als ganz kleinen Knilz, also ich war 4 oder 5, eigentlich ein sehr schönes Spiel. Ich habe viele Erinnerungen daran und es gibt ja auch eine Super Nintendo und Sega Mega Drive Version, die viel besser ist natürlich. Und die werde ich auch noch let's playen, wahrscheinlich die Super Nintendo Version. Die unterscheiden sich nämlich kaum im Gegensatz zu dem hier. Oh, Achtung, ein schwarzer Schlumpf. Überhaupt nicht diskriminierend. Ja, und ansonsten hat auch dieses Spiel, es lehnt sich daran an. So, die Himbeeren füllen unsere Energie auf, also die Herzchen. Boom. Und da freue ich mich wirklich auf das Let's Play, aber ich habe mir gedacht, dann zocke ich erstmal das hier vorher. Weil das Schlumpfspiel, ja, die Schlümpfe heute nicht mehr so beliebt. Es war eigentlich die TV-Serie von den Schlümpfen auch sehr beliebt. Das ist wie heute SpongeBob, kann man sagen. Kommt der Vergleich hin? Auf jeden Fall. Ja, und die Schlumpffiguren habe ich auch gesammelt. Und da gab es ja alles mögliche. Ich hatte auch so Schlumpfhäuser und alles. Und da kamen auch die Spiele raus dann für die Konsolen. Das war der erste Level. Act 1 bestanden. Kaum der Rede wert. Und was hier auch auffällt, ist kein so schlichtes Jump'n'Run. Hier zum Beispiel Bonus-Level. Die Seifenblase. Lass sie von der Blase tragen. Sammle Boni und meide die Schmetterlinge. Okay, hier. Zip. Ah! Aber die Seifenblase, die ist auf den großen Konsolen die Qual schlechthin. Wir bleiben einfach hier. Extra Leben. Noch eins. Nein. Für uns nicht. Na, die Zeit geht. Jawohl, kriegen wir vielleicht noch. Ach, fast. Ist ja nicht schlimm. Gleich kommen, glaube ich, noch andere Level. Also, es wird auf Abwechslung gebaut. Hier, Act 2, der Schlumpfbach. Oh yeah. Ist ganz cool, wir können nach vorne, nach hinten, alles. Ja, das waren noch so Spiele, wo alles so automatisch ablief. Also, man hat direkt gecheckt, was man machen muss. Nämlich hier den Baumstumpf ausweichen und den Haien am besten auch. Oder zumindest den hungrigen Fischen. Das ist ganz gut. Der Umfang ebenfalls. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen, ne? Wie gesagt, ich kenne das Spiel und auch den Levelaufbau. Ich bin selbst über mich schockiert, dass ich so viele Spiele kenne. Man erinnert sich an Aladdin oder König der Löwen, was wir alles hatten. Ich weiß immer, wo es lang geht. Das ist furchtbar. Mein Gehirn platzt mit solchen Informationen. So. Und hier ein bisschen schneller. Sonst packt man es nicht. Die Sterne sind, glaube ich, dann für das Bonus-Level gut. Muss man dafür einsammeln? Nein, ich will nicht. Hier ist das Ende. Zip. Alles klar, auch das kein Problem. Ja, wenn ich nur mal wüsste, wie viele Acts es waren. Aber es waren schon ein paar. Act 3, die Brücke. Also der ganze Levelaufbau und auch die Szenarien. Also was für Level ist... Oh, die ist schwer. Verhältnismäßig. Was für Level es im Endeffekt sind, unterscheidet sich also komplett. Was heißt komplett? Aber ziemlich von den großen Konsolen, also Super Nintendo und Sega Mega Drive. Für den Game Boy gab es da noch, oder auch für die großen, ein zweites Schlumpfspiel, und zwar die Schlümpfe reisen um die Welt. Okay. Wir haben genug Leben, aber trotzdem. Hab ich das jetzt geärgert? Ups, der wirft mit Eicheln nach uns. Die Schlümpfe reisen um die Welt, das hatte ich auch für den Game Boy, und da fällt mir ein, das ist ja auch für Super Nintendo rausgekommen. Ich habe es aber nie besessen. Das kann ich jetzt mal ausprobieren. Okay. Da wird auf jeden Fall auch noch ein Games-Test zukommen. Und es gab noch ein drittes Schlumpfspiel, das hieß die Schlümpfe im Traumland oder Albtraumland, irgendwie sowas. Das habe ich aber nicht gehabt. Weißt du, eine Schlümpfe-Reise um die Welt war ganz lustig. Da waren sie mal in der Arktis, mal in Australien bei den Kängurus und.
Es hat schon gut Spaß gemacht. Aber das hier ist das Original. Müssen wir halt. Was hier zum Beispiel fehlt auf den großen Konsolen war Act 3 dann noch ein Wald mit den schwarzen Schlümpfen. Und hier ist es die Sümpfe. Die kommen eigentlich erst später. Also die Gameboy-Version überspringt so einige Level. Guck mal, Kermit. Oh Mann. Oh Gott, ja. Die Steuerung ist nicht ohne. Ah, ich weiß gar nicht, wie ich da... Ich muss da oben an den Stängel dran. Okay. Das ist schon nicht einfach. Also als Quereinsteiger bekommt man hier Probleme. Irgendwo konnte man dann auch hoch. Oh Gott. Oh, das ist gar nicht so einfach. Sich festzuhalten, ne? Hier konnte man hoch. Nein? Erzähl doch nicht. Doch. Seht ihr? Okay. Ich bin zwar direkt wieder runtergefallen, aber... Na, halt nochmal. Für die paar Goodies, ne? Aber wer kommt auf das Versteck? So, die Biene oder Mücke, wie auch immer. Das Insekt. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Das sieht voll gut aus, was wir hier treiben. Ja, für ein Let's Play wäre es auch zu kurz. Oh, hier. Ja, nicht schlecht. Ja, sehr liebevoll, muss man sagen. Von Infogrames, falls ich das noch nicht gesagt habe. Die haben auch, glaube ich, das Original gemacht. Das wollte ich gar nicht. Der hat sich da oben festgehalten, deswegen wurde der Sprung anders. Ja, ihr merkt schon, eine Kleinigkeit gibt's. Wir haben scheinbar keine Checkpoints. Aber bei den Heimkonsolen sind es dann auch andere Abschnitte jeweils immer. Das wird dann ziemlich cool mit dem Vulkan und so. Ich glaube, den gab's auch nicht. Oder die Grotten und alles. Gibt's auch auf dem Gameboy nicht. Ja, tolle Wurst. Was soll denn das? Ihr merkt schon, es wird knifflig. Ich glaube, immer noch 4 Leveln gibt es einen Boss und ein Passwort, wo man dann im Optionsmenü sich wieder direkt hinbegeben kann. Ich glaube, es gibt 12 Level hier in dem Spiel. Ja, es war damals... Damals haben so ein Spiel noch 100 Mark gekostet, wisst ihr? Heute wird gemotzt, wenn irgend so ein... Ja, super Download-Titel mal 5 Euro kostet, ne? So. Ich war schon so ein Schlumpfsammler und deswegen habe ich auch die Spiele gehabt. Für jede Konsole, das war ja auch der Witz an der Sache, dass ich nicht wusste, dass Super Nintendo und Mega Drive Version andere die gleichen Spiele waren. Und ich habe beide besessen. Nur mal 100 Mark ausgegeben. Ja, ja. Ich glaube, hier kann man auch hoch. Das sieht so aus zumindest, ja. Yay! Yay! Oh Gott, wie habe ich das damals rausgefunden? Ist ja furchtbar. Ich habe das alles selbst rausgefunden. So. Bloß auf Kermit warten und der Stein. Ah. Okay. Boah, ich glaube, ich habe das wirklich seit Gameboy-Zeiten nicht mehr angerührt, das Spiel. Ich glaube nicht, dass ich das in meinen Gameboy Advance gesteckt habe. Nee, ich habe das wirklich seit den 90er Jahren nicht mehr angerührt. Seit 96 oder so. Keine Ahnung. Ich kann mich aber sehr gut erinnern, als ich das Spiel bekommen habe. Das war bei meiner Tante, mein Cousin war noch ganz klein. Und ich habe mich voll gefreut. Bonuslevel, die Pilze. Springe über die Pilze und sammle so viele Boni wie möglich. Ach, das hier. So links und rechts und bla und blub. Was heißt springen? Wir können nur einen Weg gehen. Yay! Das ist der Boss, die Schlange. Ach, ne, aufpassen. Ich glaube, die konnte man ja auch so erledigen. Oha. Jetzt hat sie mich, aber egal. Oh nein. Ich glaube, wir müssen drüber springen. Anders geht's nicht. Oh. Energie. Jawohl. Treffer Nummer 3. Nur wie viele Treffer brauchen die? Immer auf den Kopf. Sehr gut. 5 wäre eine schöne Zahl. Nee, da haben wir schon einen Schlüssel. Mensch. Wie nehme ich den denn? Nach unten drücken. Yay. Ach so, es hieß ja... Okay, du hast den Brillenschlumpf befreit. Passwort PBSP. Ja, und hier kann man nur mit dem einen Schlumpf, also mit dem Muskelschlumpf, laut dem Intro, 7 Nutzfeld, was? Spielen und auf Super Nintendo und, oh Gott, Mega Drive waren es dann halt auch die ganzen anderen, da konnte man auch mit dem Brillenschlumpf, das heißt Schlaubi hieß der in der Serie, oder dem Geschenkeschlumpf spielen, wo dann die Geschenke explodiert sind. Was gab es noch für einen? Den Tortenschlumpf gab es ebenfalls. Oh, das waren vielleicht schwere Level. Verdammt.
Aber das sehen wir noch im Let's Play. Könnt ihr in die Kommis schreiben. Also wohlgemerkt, nicht zu diesem Spiel, sondern zu meinem viel besseren. Aber das hier waren halt die Schlümpfe für unterwegs. Oh, ich dachte, ich kann da drauf springen. Ach komm. Da tropft es überall. Da kommt Sonic. Okay. Hm? Ja, das können wir... Hier. Wow. Ich war damals stolz, als ich das rausgefunden habe. Dass man die quasi nehmen kann. Und wozu ist das Blatt? Da können wir drauf springen und die Goodies einsammeln, aber... Tja. So, bloß aufpassen, nicht mehr viel Energie. Können wir hier vielleicht durch die Wände? Ich versuche jetzt nochmal Secrets zu finden. 7 Wurzfeld. Ah, okay. Oh, das... Okay, passt bloß auf. Und das war's. Wie er sich nur mal umdreht, so kopfüber rumfällt. Okay, Hardcore. Das waren damals so die Gameboy-Spiele. Wo wirklich alles Jump'n'Run war. Jede Filmumsetzung, alles irgendwie Jump'n'Run. Es gibt gar keine andere Genres. Das war schon herrlich. Das war eine schöne Zeit. Diese Retro-Games. Vielleicht hat der eine oder andere das Spiel auch gehabt für Gameboy. Haben wir eigentlich ziemlich viele gehabt. Die Nachfolger nicht so. Ja, weil das Spiel sich so gut verkauft hat, kamen halt so Experimente wie, ja, die Schlümpfe reisen um die Welt und alles. So. Oh Mann. Gut. Da wollte ich hin. Energie. Jetzt braucht's den richtigen Zeitpunkt. Der Tropfen tut uns weh, der ist diabolisch. Ist vielleicht Säure oder sowas. Nee. Die Spinnen. Oha. Jetzt geht's hier zur Sache. Einfach durch. Und der Tropfen. Es darf nicht wahr sein. Da habe ich das schwierige Dings geschafft, die Passage, und dann hänge ich an so einem Tropfen. Er hängt am Tropf wortwörtlich. So. Mach das Ganze... Na, komm, vergiss es. So nicht. Die ganze Zeit mit durchgedrücktem Speed. Also mit B, da rennt man schneller. Wenn ich es nicht mache, so wie jetzt, sind wir ziemlich lahm, um ehrlich zu sein. So spaziergangmäßig, aber... So, jetzt mache ich wieder die Speed-Taste andauernd. Wie zum Beispiel bei Donkey Kong Country. Am besten permanent gedrückt lassen. Ach Mann, was ist denn da los? Was ist da los mit der Weibern? Auf geht's jetzt. Level... Ach komm! Das packen wir. Ich will euch noch ein paar Level zeigen. Vielleicht schaffen wir das ganze Spiel durch. Nee, das glaube ich nicht. Vor allem den Gurgelhals. Er ist ja Gargamel. Es gab ja auch den Schlümpfe-Film. Also so einen 3D-Film. Der war eigentlich ganz lustig. Da ist er zum Glück auch Gargamel. Wer kam bloß auf die Idee? Gurgelhals. Ich hatte auch so Schlumpf-Comics in der Tat. Da hieß er auch Gurgelhals, glaube ich. Aber ich würde ihn, ich bezeichne ihn lieber als Gargamel. So. Tja, und ob auch ihr früher im Schlumpffieber wart oder nicht. Könnt ihr in die Kommis schreiben? Ja, es war auch nicht so Fieber. Ich war ja. War halt so, ne? Wusste ich immer. Schon als kleines Kind, so habe ich Uhr lesen gelernt. Ja, um 4 Uhr. Wenn der Zeiger auf der 4 ist, dann kommen die Schlümpfe im Fernsehen. Jetzt warten, bis sie kommen. So. Ach Mann. Das ist auch schwer, die Stelle. Exit. Ich sehe das Exit-Schild. So, haben wir auch das 7 Wurzfeld Act 5 überlebt. Was kommt als nächstes? Das Gebirge. Okay. Oh Mann. Coole Mucke. Warum fallen hier dauernd Sachen runter? Okay. Ja, hier musste man nach links und dann kommt man oben raus. Schön. Dupf, du, du, dupf, du, du, dupf. Nein? Okay. Den erstmal weglocken. Und dann können wir hier auf den Vorschel drauf. Den wollte ich noch haben, aber... Ich gehe mal lieber hier hin.
Müssen wir, glaube ich, mitnehmen, so, oder? Boah, das war mutig. So, zack. Bastjo. Also wirklich ein sehr wunderschönes Spiel für die Kids von damals und die Kids von heute, die werden sich sagen, scheiß Grafik, ich spiele lieber Call of Duty. Aber das waren noch schöne, schöne Spiele. Wow! Heidewitzka. Blöde Felsen da. Macht mich kirre. So. Auch wenn der Schlumpf so, wenn er steht, so ein bisschen... Ach komm, da ist schon wieder das Ende. Da ist schon wieder das Ziel. Hätten wir das Level geschafft. Also da steht, sieht auch so aus. Weil die Hände so nach hinten. So hat auch Fred Feuerstein hat auch so ausgesehen. Da gab es auch Jump'n'Runs. Familie Feuerstein. Habe ich aber nie gespielt. Fällt mir gerade so ein. Könnte ich ja nachholen. Ja, zu alles gab es damals Spiele. Und es waren immer Jump'n'Runs. Und wenn es Jurassic Park war. Hatten wir auch für Sega Mega Drive. Jurassic Park. Jump'n'Run. Okay, nochmal. Topf, der Topf, der Topf. Und Heps, nimm's dir. Ich glaube nicht, dass ich das damals gespielt habe im Rennmodus, sondern so ganz, ja, als Kind halt auch gar nicht verwerflich, das dann ganz lahm gespielt zu haben und es wirklich eine halbe Stunde gedauert hat, bis ich da oben war. Aber jetzt habe ich doch... Das ist jetzt doch kein Problem mehr. Oh, es geht weiter. Okay. Och, ich denke... Ich kann die auch besiegen, wenn ich drauf springe. Dann muss ich erstmal treffen. Halbwegs. Blöden Sterne. Ich will halt irgendwie ans Ziel. Eigentlich brauche ich gar keine Items einsammeln. Und nicht mehr extra leben. Extra leben dürften das Wertvollste im Spiel sein. Die Blätter sind einfach auch nur... Ja, ich glaube, für 10 gibt es ein extra Leben. Guck mal, hier ist was. Ich weiß gar nicht, ob ich das kannte. Spätestens jetzt kenne ich's. Exit! Das war Act 6. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf, Leute? Okay, Reise mit dem Storch, okay? Ja, yeah, der kann doch so zupicken, oder? Ja, mit... Ich weiß nicht, ob... Ja! So können wir die fertig machen. Geil! Ich glaube, das... Okay. Hat sich so ein bisschen an Mario World... Mario Land orientiert, was ja auch dann... Gott. Voll Adrenalin! Okay, cool. Was er auch so immer Passagen hatte. Schwimmen, fliegen, wie auch immer. Also man hat nicht versucht, einfach irgendein Spiel ganz schnell rauszuhauen, sondern hat sich wirklich da Mühe gegeben und das finde ich nice. Dass man aus der Technik des Gameboys sowas rausholt. Ja, nicht mal grafisch, sondern halt so vom Spiel her. Ich finde es cool. Ich finde es gelungen. Respekt. Aber der Act war ein bisschen kurz. Die Reise mit dem Storch. Der bringt in Zukunft keine Kinder mehr, sondern nur noch Schlümpfe. Dann nochmal Act 8. Die alte Goldmine. Oh, nee. Warum habe ich so jetzt so ein Oh-nee-Feeling? Das war schwierig irgendwie. Oder man muss irgendwo abspringen oder sowas. Überall die Tropfen, ey. Das geht mir am meisten auf den Keks gerade. So macht mir das Spiel schwierig. Einfach überall Tropfen einbauen. Nein! Okay. Ja, geloost. Da muss man unten bleiben. Okay. Das wusste ich. Woher soll ich denn das jetzt wissen? Lorenfahrt mit den Schlümpfen. Oh yeah. Zwar habe ich schon Let's Plays gemacht zu Aladdin, König der Löwen und ja, ich bin mir für nichts zu schade, auch wenn. Aber wenn ich Let's Play die Schlümpfe mache, das ist ein super Spiel, also muss ich mal sagen. Die Super Nintendo Version, aber werden wieder genug kommen, die sagen, oh, wohl Kinderspiel und so. Tja, mir egal. Zumal es nicht so lang dauern wird. Und das hier haben wir ja schon bald zu Ende. Ernsthaft, ich bin am überlegen, ob ich versuche, das durchzuspielen jetzt. Ich bin ganz gut dabei. Das ist gar nicht so schwer. Ich hab's halt nur schwer in Erinnerung. Schwer in Erinnerung. K!
Okay, das war Act 8. Damit gibt es wieder einen Boss. Und dann können wir wieder speichern. Im Vulkan. Nee. Hä? Das war schwer. Weil man... Okay, hier gibt es überall extra Leben. Weil die Lava steigt und manchmal muss man die Dinger mitnehmen. Da kommt, glaube ich, der Drachenendboss. Oh mein Gott, so viel Zeug, ne? Bam! Und hier wachsen überall Pilze im Vulkan. Wer hätte es gedacht? So. Kriegen wir hin. Das ist der Exit. Das kann man sich ja aussuchen. Ich gehe hier hin. Ich bin jetzt echt gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Weil wir skillen uns hier voll durch. Okay. Da wir ja den... Ach, ich weiß nicht mehr, wie... Ach, das war so schwer. Ah, okay. Warte. Gut. So, es ist folgendes. Der Drache zündet die an. Ich muss warten, bis es weg ist. Ich verletze mich noch selbst, ne? Ach so. Guckt ihn euch an. Der ist schwer. Der Boss ist wirklich schwer. Ich glaube, wenn wir jetzt nach oben... Muss irgendwas machen, Junge. Okay. Alter! Ich weiß gar nicht mehr, was man machen muss, wenn man unten die Flamme hat, wenn die Flamme unten brennt. Erstmal hin. Ah. An! Das ist noch nicht mal ein Treffer. Okay, ich glaube, hier wird's enden. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, wo man da hinspringen soll dann. Komm, das erste Geschenk muss sitzen. Okay, habt ihr gesehen? Das war ein Treffer. Cool. Ja, den habe ich wirklich lange nicht hinbekommen und jetzt weiß ich auch, warum. Uah. Okay, es war ein Treffer. Das reicht nicht. Okay. Ich versuche wirklich nochmal. Oh. Boah, wie soll das funktionieren? Wie sollen die kleinen Kinder das schaffen? Gar nicht. Die letzten Level sind nur japanischen Überbros gestattet. Oh, ach man. Hat es gar nicht angezündet, hat es gar nicht getroffen. Ich hoffe, mein Treffer hat getroffen. Na komm. Ja, sehr gut. Das zählt nicht. Wenn man nicht sieht, wie der getroffen wird, zählt's einfach nicht. Nee, oder? Shit. Okay, Treffer. Ich bin so dumm, ne? Da brennt endlich mal nicht alles. Okay. Der hat gesessen, definitiv. Der wird wohl nicht gezählt haben. Da rechts hängt jemand. Na, müssen wir warten. Komm. Wir können mit den Geschenken ihn quasi ablenken. Oh, warum zählt's nicht? Ich hab's geschafft, Mann. Geil gemacht. Das finde ich jetzt richtig oldschool cool eigentlich. Ja, das waren die Bosse. Sowas darfst du heute gar nicht mehr bringen. Du bist jetzt zerfleicht. Nicht nur von Medien, sondern auch von den Zockern. Treffer. Da mach. Oh. Okay, ich gebe es dir zu. Mein Fail. Ich habe mich noch nicht so hundertprozentig wieder ins Spiel reingefunden. Am besten, wir machen das jetzt jedes Mal so. Jetzt sind die Flammen auch ganz schnell. Seht ihr das? Was? Das waren doch jetzt erst drei Treffer. Da ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, die Bosse brauchen immer 4 Treffer. Keine Ahnung, warum 4, aber es ist so. Das ist die Taktik. Immer so, dass er nach da oben quasi den Feuerball ins Nichts... Genau. Cool, oder?
dürfen wir uns aber auch nicht treffen lassen. Und weil die Feuerbälle schneller werden, sieht's voll übel aus. Okay. Ja, irgendwann hatte ich es dann geschafft und hatte dann ein Passwort. Da musste ich mich nicht jedes Mal mit dem rumärgern. Weil ich kann mich sehr gut an das Finale, den Sieg gegen Eggman, wollte schon sagen, den Sieg gegen Dings freuen, Gargamel. Ne, für den letzten müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber die ersten drei... Die ersten drei Treffer sollten funktionieren. Den würde ich jetzt auf jeden Fall schaffen, ey. Voll der Ehrgeiz, der Zockerstolz hier. Ausgebrochen bei die Schlümpfe für den Gameboy. Unfassbar. Letztes Leben oder ist es schon weg? Ist Game Over. Sehr schade. Sehr schade. Weil es ein Game ist, muss ich noch die Wertung hinterher schieben. Ich habe eigentlich gedacht, ich tue jetzt den Level drauf noch zeigen, aber ist ja nicht mehr dazu gekommen. Also der Drache ist wirklich hardcore. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Ansehen. Eine Wertung, Grafik für Gameboy-Verhältnisse natürlich. Und dafür ist es recht nice. Ich habe extra den Filter von Pokémon Rubin rausgehauen, dass man hier die Pixel sieht, also der Baum wieder gestaltet ist. Und ihr habt es ja gesehen, viel Liebe zum Detail. Und deswegen gibt es 83% für die Grafik für Gameboy-Verhältnisse. Und Sound bekommt sogar 86%. Ja, ja, ja. Und der Spielspaß, der Umfang ist halt gering. Aber die Level sind schön designt. Gibt halt herben Abzug wegen dem geringen Umfang. Wären es viele, viele Level gewesen. Also, wären es 20 Level oder so, dann wäre es super geil. Sind's aber nicht. Der Schlumpfbach. Oder auch hier. Abwechslung ist geboten. Bonus-Level gibt's und. Da kann man einfach nur ein Lob aussprechen. Und deswegen gibt es eine Spielspaßwertung von 87%. 87%, ja. Also, eure Meinung zum Spiel in die Kommis und ja, ich freue mich immer wieder auf so alte Retro-Schinken und ja, Let's Play die Schlümpfe, das ist richtig große, coole Spiel. Eure Meinung, ja oder nein, ich mach's trotzdem auf jeden Fall. Und wer dagegen die Schlümpfe ist, dem sei ja gesagt, es wird ja nur ganz wenig Parts dann. Je nachdem, wie wir durchkommen. Oh mein Gott! Alter! In dem Sinne, danke fürs Ansehen und ja, vielleicht packt ihr den Drachen. Spätestens im Let's Play zur Super Nintendo Version werden wir ihn knacken müssen, da gibt's ihn nämlich genauso gut. Also Leute, bis dann und ciao!